Bart. Oh, Scheiße. Du rettest der Kleinen den Arsch und ihr fällt nichts anderes ein, als sich zum Dank umzubringen. Ich war nur eine Stunde weg. Wie ist das passiert? Ich weiß nicht. Ich sag doch, Ev lag im Bett, wie immer. Dann war ich kurz weg. Und als ich zurückkam... Fuck. Hätte ich das gewusst, hätte ich... Gib dir nicht die Schuld daran. Das bringt nichts. Ich hätte merken müssen, dass irgendwas nicht stimmt. Hey. Du konntest sie ja nicht rund um die Uhr bewachen. Sie hat sich so entschieden. Hätte so oder so einen Weg gefunden, mit Sicherheit. Hast du den Puls gecheckt? Wie? Sie ist tot. Wir müssen irgendwas machen. Ich will keinen Ärger. Ich rufe die Bullen. Kannst du sie zum Bett tragen? Als würde das noch irgendwas ändern. Sollten wir sie nicht lieber so lassen, bis die Bullen kommen? Für die ist sie nur eine tote Hure. Interessiert keinen. Wir sollten ihr wenigstens etwas Würde verschaffen. Ich muss einen Unfalltod melden. Northside, Jackson Street. Nein, keine unmittelbare Gefahr. Ein Selbstmord. Morgen? Nein, heute! Was ist an dem Wort Tod so unverständlich? Nein, sie wurde nicht vom Traumateam für tot erklärt. Wäre sie Mitglied, würde ich garantiert nicht anrufen. Fickt euch! Wenn ihr nicht gleich eure Ärsche herbewegt, komme ich zu euch aufs Revier und hack alles in Stücke! Kommt ihr jetzt her und nehmt mich fest, ihr Pussys? Super! Ist mir scheißegal, was ihr mir anhängt! Sie sind gleich hier. Meint nicht, soll sie bis morgen auf Eis legen. Nicht zu fassen, oder? Alles in allem warst du sogar freundlich zu denen. Ich an deiner Stelle hätte denen richtig eins aufs Ohr gegeben. Ich will ihr was anziehen, damit sie mehr wie ein Mensch als eine Leiche aussieht. Würdest du draußen warten? Mach die Tür zu, wie. Bitte. Hast du eine Kippe? Wusste nicht, dass du rauchst. Seit Jahren nicht mehr. Aber jetzt brauche ich was Stärkeres als Luft in der Lunge. Bitte, wie? Nur eine. Okay, hier. Das war ihr Kippen-Etui.
Willst du es behalten? Nein, du magst es. Also behalte es. Ist bei dir in guten Händen, glaube ich. Scheiße. Evelyn, ich habe sie im Stich gelassen. Ich dachte, sie braucht Freiraum, bis sie wieder klarkommt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. In solchen Dingen war ich nie gut. Du musst nichts sagen. Hast mehr für sie getan als sonst jemand. Ich hatte einen Grund, sie zu suchen, Judy. Das weißt du. Was zählt ist, was du getan hast. Du hast ihr Entscheidungsfreiheit gegeben. Mag sein. Hätte nur nicht gedacht, dass sie so entscheidet. Ihr Zustand. Ich konnte an nichts anderes denken. Ihre Tech war sauber, der Puppenchip funktional und unbeschädigt. Es muss also psychologisches Trauma gewesen sein. Hab in ihren Virtus nachgesehen. Und Woodman gefunden. Sie war bei ihm. Er hat Dinge mit ihr gemacht, die... Dann wurde sie ihm langweilig und er hat sie verkauft. Ich habe Woodman umgelegt. War nicht geplant. Ist einfach passiert. Aber jetzt bin ich froh. Ich auch. Kaum vorstellbar. Aber das ändert nichts. Es gibt noch so viele wie den. Irgendwas muss ich doch tun können. Zum Beispiel? Weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich rufe Susan an. Danke, Vi. Ich wäre jetzt gern allein. Wir bleiben in Kontakt, ja? Wenn irgendwas ist, ruf mich an, okay?